Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video und wie schon versprochen, wir sind nicht mehr in Paris. Wir befinden uns mittlerweile in Amsterdam. Ich glaube, man kann es auch unschwer erkennen, dass wir gerade nicht mehr in Paris sind. Dazu muss gesagt sein, wir sind beide wieder auf 4 Stunden Schlaf hier. Ich glaube, ich habe die letzten 3 Nächte wirklich niemals mehr als 4 oder 5 Stunden gepennt. Ich bin auch fix und fertig. Kann ich, ob ich Augenringe habe, keine Ahnung. Ich habe Kopfschmerzen. Es ist einfach alles gerade nicht so nice. Die Energie ist nicht so am Start, muss ich euch ehrlich sagen. Wir sind hier bei der Way auch gerade mit dem Thales angekommen. Zug verpasst, beziehungsweise wir waren sogar da, als der Zug noch da stand, aber wir wurden nicht mehr reingelassen. Frag mich warum. Deswegen mussten wir später rum. Wir sind auch später jetzt hier. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 15, 16 Uhr. Die Läden haben auch, meine ich, gar nicht so lange hier offen, aber es wird ein großer Vlog von heute und von morgen. Wir sind noch morgen bis 18 Uhr, glaube ich, hier. Deswegen wird es ein großer Vlog. Aber ein zweites Video kommt auch noch. Es kommt noch ein Food-Video, auch aus Amsterdam. Und dann haben wir die Content-Reise erfolgreich abgeschlossen. Ja. Lasst ihr mal sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Lasst ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video. Viel Spaß und let's kommt. Macht den Checker. Der allererste Spot für heute, Episode, ein Vintage-Laden, der, denke ich mal, auch vielen ein Begriff ist. Davon gibt es wirklich extrem viel in Amsterdam verteilt. Da gehen wir jetzt rein und maybe, in Paris haben wir es ja auch schon hinbekommen, finden wir jetzt hier ein paar gute Sachen. Sehr groß. Das heißt, Potenzial ist da, aber die Chance, dass wir Trash finden, ist auch da. 12 Sekunden später. Kleines Update, ich wurde rausgeschickt, weil ich durfte da nichts trinken. Ich war keine 2 Minuten draußen, dann kam der Kollege raus. Da ist nichts mehr. Außer gesagt, wenn ihr nach Burberry sucht. Wenn ihr nach Burberry sucht, checkt es sehr, sehr gerne ab. Okrium. Sieht irgendwie interessant aus. Kenne ich nicht, kennen wir beide nicht, aber ich würde sagen, wir steppen da mal rein. Was hat der Laden für geile Sachen? Was ist das für eine krasse Jacke? Sieht ja geistkrank aus. Was ist das für ein cooler Store? Einfach mit so Togo-Sofas und so richtig geil eingerichtet. Das ist crazy. Die haben einfach diese Cactus Jack Jordan Lederjacke und diese Hose. Ich meine, das ist auch scheiße teuer. Ich glaube, die kostet 600 Euro oder so. Ja, ist auch viel zu klein, aber die ist schon sehr, sehr krass, muss ich ehrlich sagen. Die haben mir generell sehr, sehr viele Sachen von Jordan, aber ich denke mal, der Store basiert generell auf diesem Basketball. Oder was ist das für eine What the fuck? Bisschen The North Face. Hey, ist einfach ein Basketball-Court unten. Aber ich sind, glaube ich, auch nur so Basketball-Sachen, oder? Das wäre der Keller. Wir haben hier immer so einen riesigen Spiegel. Dann hier nochmal ein paar Sachen. So einen riesigen Basketball-Court. Da nochmal Schuhe, Umkleiden. Also wirklich sehr cool gemacht. Habe ich so in der Art noch nie gesehen. Aber die Sachen sind jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Ich glaube, es ist durchwachsen. Wir haben hier einige Sachen, die was bringen. Aber auch viele Sachen, die jetzt vielleicht nichts bringen. Wie zum Beispiel das hier. Crazy Shirt. Hidden Gem, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein Hidden Gem. Wir sind da gerade so ganz random dran vorbeigelaufen und reingesteppt. Wirklich ein guter Store. Mit vielen Brands, die ich gar nicht kannte, die Yoshi auch nicht kannte, aber tatsächlich sehr interessant. Wirklich feiert. Deswegen, Laden kriegt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde sehr gerne abchecken. Okium heißt das Ganze. Sehr, sehr viele verschiedene coole Brands, die man auch vielleicht auf dem Schirm hat. Wetter ist, by the way, eher so mit. Also sehr bewölkt, dunkel. Ist wenigstens trocken, das ist das Wichtigste. Mein RTL! Hi, was geht ab? Ich bin hier gerade wieder in meinem Zimmer und jetzt fragt ihr euch, Jan, was hast du mit uns vor? Ich wollte euch nur ganz kurz berichten, dass genau heute, diesen Sonntag um 11 Uhr, die neue Kollektion von Returnity gedroppt ist, die, wie ich finde, beste Kollektion, die Returnity je gemacht hat. Und weil die Kollektion so gut ist, bin ich der Meinung, ich sollte euch das Ganze nicht vorbehalten. Die Kollektion ist wirklich unfassbar groß. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein von der ganzen Übersicht. Da könnt ihr sehen, wie vielseitig die Kollektion ist und was wirklich alles released. Und ein paar Sachen habe ich schon hier. Ich dachte, ich zeige euch die mal. Link zu Returnity in der Beschreibung. Wir legen los. Ich habe hier unter anderem die beiden Fleecejacken, die droppen. Einmal die dunkelgrüne und einmal die grüne mit dem Color Split in dem Cream. Und vertraut mir einfach, wenn ich euch sage, diese Fleecejacken sind komplett gestört. Also ich muss ehrlich sagen, der Fit von den Dingern ist wirklich 10 von 10. Ich blende euch jetzt mal ganz kurz ein Fit-Video ein, da könnt ihr sehen, wie die Jacke angezogen aussieht. Die andere Version fittet, by the way, genauso. Schön crop geschnitten, boxy, etwas längere Ärmel und wie ich finde, einfach der perfekte Fleecejacken-Fit. Dann haben wir hier unter anderem so einen blauen Bouclé-Knit-Sweater. Man könnte denken, der ist komplett plain, was an sich auch gar nicht schlecht wäre, aber wir haben noch ein kleines Detail. Und zwar gibt es hier noch so eine kleine Stecknadel, wo Returnity draufsteht, die kann man eben ganz normal, wenn man Bock hat, hier auch an die Brust dran machen, als kleines Detail kann man abmachen, wie man eben Bock hat. Vor allem eben die Farbe, dieses wunderschöne Blau, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Eins der Highlights der Kollektion wäre natürlich diese wunderschöne Winterjacke, die insgesamt 1 von 4 Stück ist, die rauskommen. An sich ist die eigentlich sehr simpel. Wir haben auf der Brust so ein R eingesteckt. Hier 2 Pockets, eine abnehmbare Kapuze. Was aber besonders ist, ist der Fit? Vertraut mir, ich muss die anziehen. Wow, wow, wow. Ihr könnt jetzt nicht so viel sehen, deswegen blende ich euch einmal jetzt ein Fit-Video ein. Ihr könnt das Ganze nochmal angezogen sehen. Schön crop geschnitten, geht vorne so ein bisschen hoch, was mir sehr gut gefällt. Und im Gesamten einfach ein sehr, sehr schöner Fit. Und das wär's dazu. Wie gesagt, der Drop ist jetzt online. Erster Link in der Beschreibung kommt ihr zu Returnity. Es sind sehr, sehr viele Sachen gedroppt. Klickt euch da gerne mal ein bisschen durch. Ich bin sicher, jeder wird da irgendwas finden, was ihm gefällt. Schaut aus Returnity, checkt die Jungs sehr gerne ab und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Yoshi ist heute der Tourguide. Ich habe mir tatsächlich nicht einen Store rausgesucht. Wir machen das jetzt so. Ich suche die ganzen Foodspots, er sucht die ganzen Läden raus zum Shoppen und das ist eigentlich ein ganz guter Deal. Ist also auch mal eine kleine Überraschung, weil ich selber keine Ahnung habe, wo es jetzt genau hingeht. Aber ich habe gerade schon rausgehört,
steppen jetzt zu Soulbox. Ich weiß gar nicht so genau, ob es einen Amsterdam-Pickup von mir gibt. Also ich habe jetzt nicht so das krass Verlangen wie in Paris und ich weiß auch nicht, ob ich hier so geile Sachen finde. Aber wenn ich was finde, dann kann ich nichts garantieren. Einzig, was heute abfuckt, ist der Wind. Also ist, Geil. Ja, Soulbox, so schnell geht's. Aber es ist wirklich sehr, sehr windig. Ich hoffe, man hört es in den Aufnahmen nicht so krass, aber der Wind fuckt auf jeden Fall ab. Ja, ich fühle dich schön. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall Bear Bricks on the Mass. Überall alles voller Bear Bricks. Schaut mal, was Yoshi gerade gefunden hat, womit er gerade zu mir kam. Wir haben einfach den Nocta-Schuh hier und das ist die letzte Größe in Stock und es ist einfach eine 44. Ich habe das allererste Mal Glück in diesem ganzen Content-Trip und das ist genau meine Size. Retail 160 Euro probiere ich jetzt an und wenn der gut ist, wenn er mir passt, dann... Ja, den packe ich ein, kenne ich gar nichts. Ich habe den Lachs an, mit der Hose kommt die jetzt glaube ich nicht so krass, aber so sehen sie aus. Ich finde die sehr krass, vor allem für Retail für 160 Euro kann man die schon einpacken. Was sagst du? Das ist ein valider Schuh, also ich weiß nicht warum, ich finde nach wie vor irgendwas stört mich der dann. Aber ich habe, also ich glaube dann auch. Ich glaube der kommt auch hart auf so Denims oder so Trackpants und so. Der ist schon sehr nice. Schnelles Ding. Die Jungs werden eingepackt. Ihr müsst euch auch geben, ich habe eben, ich glaube noch circa vor 2 Stunden oder so ein paar Tage darüber geschrieben, dass er mit den Schuhen gekauft, weil ich den unbedingt haben wollte, weil ich ihn bekommen habe. Und jetzt einfach habe ich den. So schnell geht's. Das Glück habe ich aber gebraucht. Das Glück habe ich gebraucht. Und jetzt habe ich keine Energie für den Tag, weil... Ah, das ist doch schön. Dann gibt es eigentlich A Cold Wall Timberlands. Hab ich noch nie gesehen. Hä, haben die keine Laces? Ich hab keine Laces. Ich hatte letztes Ach, mit so einem Zipper. Aber ich wusste nicht, dass das ACW ist. Ja. Sehe ich dich eigentlich drin. Ich glaube, wenn du den hast, bist du Instant Rapper. Ich glaube, ich ziehe mal noch hier so ein Mini-Babygirls andenken. Ey, ich sage euch, so ein Sonic würde ich schon krass sehen. Ja, wir holen uns beide ein, wir machen gleich ein kleines Pack-Opening. Die Jungs sind eingetütet, so schnell geht's. Vor, ich glaube, 2 Minuten gefühlt noch gesagt, dass ich mir heute nichts kaufen werde, aber hat sich dann auch erledigt. Aber das Ding ist, ich wollte die unbedingt haben, habt ihr bei Release leider nicht bekommen, wollt mir die dann im Resell holen, habt ihr auch schon in Paris gesucht und jetzt einfach für Retail bei Soulbox auch spontan gefunden. Das Krasse ist halt auch noch, dass es einfach der letzte Schuh war, den sie noch hatten, der letzte Size und das war einfach eine Size. Und hier gibt's jetzt ein aggressives Pack-Opening. Die Jungs kann man alles bekommen. Ich sag euch, Sonic Black Rail, der Artist hier ist auch crazy, ansonsten... Boah, der ist eigentlich auch cool, aber Sonic wäre great. Alter, Ukraine. Bitte. Ich weiß noch ganz genau, in New York haben Jam und ich ja auch so ein Fabric geholt und wir haben die damals sogar getauscht gehabt, weil wir irgendwie beide den anderen Skin von jeweils anderen haben wollten. Aber ich merke, hier ist Sonic drin. Ich merke das. Was ist das? Das ist cool, aber kann man machen. Aber es ist nicht Sonic. Aber ist halt cooler als Ukraine. Also nur von allen Ukrainern. Ja. Yoshi hat gekocht. Wir sind jetzt bei Petta. War ich auch noch nie drin. War ich, glaube ich, generell beim ganzen Leben noch nie drin. Deswegen kann ich was mich erwartet. Jetzt schon mal eine kleine Kritik an dem Store. Das ist geisteskrank warm. Also, ich weiß nicht, ob die Klima hier auf 40 Grad gedreht haben, aber... Sag euch ehrlich, nothing special. Also wirklich eigentlich kein besonderer Laden. Das wär's mit Petta. Wie gesagt, nichts Besonderes. Könnt ihr gerne mal abchecken, wenn ihr hier seid. Es gibt auf jeden Fall viele coole Schuhe hier. Klamotten waren jetzt nicht so meins. Und wir haben hier direkt gegenüber Black Comme des Garçons. Okay, checken wir ab. Aber ich glaube, das hier ist nicht die Wave. Also der ganze Laden ist halt schwarz, nur schwarze Sachen. Und wir haben hier irgendwelche Röcke und Sakkos. I don't know. Ne, hier geht's wieder raus. Bis, wenn man mit dem Mann unterwegs ist, dann muss man auch hier rein. Alter, vor allem representen. Das ist aber mies cool. Einfach, man kann hier so auf die Grachten gucken. Das ist nice. Kommt aber krass. Was kostet der Lachs? 275. Ja, eigentlich umsonst. By the way, kleiner Side-Fact. Der Laden einfach auch Sauna. Komplett Sauna, ich bin klitschnass. Wir haben jetzt hier gerade eine kleine Verschnaufpause gemacht. Und da vorne ist nämlich ein Einkaufszentrum, ähnlich wie Bräuninger, würde ich sagen, mit so ganz vielen Designermarken. Das setzen wir jetzt rein. Deine Motivation? Ich bin motiviert. Ich glaube, ihr checkt den Vibe ungefähr wie Bräuninger. Wir haben überall diese ganzen Stände mit den ganzen Marken. Hier zum Beispiel Balenciaga. Da vorne ist Casablanca, Jacquemus und Yoshi ist auch im Start. Ich habe die Jacke von Jacquemus ja schon im Lafayette in Paris gesehen. Nach wie vor ein sehr, sehr geiles Ding in so einem sehr schönen verwaschenen Braunton. Kommt auf Kamera nicht so krass rüber wegen dem Licht hier, aber wirklich sehr nice. Das Einzige, was nicht nice ist, ist der Preis, denn die Jacke liegt bei schlappen 780 Euro. Also eigentlich geschenkt. Arc'teryx ja auch am Start mit ein paar Jacken. Aber der Junge ist enttäuscht. Das ist Arschausfall. Ja, kleines Statement. Yoshi hat es gerade schon gesagt, die Auswahl ist echt nicht so das Gelbe vom Ei. Wir haben jetzt zwar viele verschiedene Marken, aber leider nur sehr, sehr knappe Stände mit nicht so besonderen Sachen. Dann habt ihr jetzt nicht gesehen, was ihn jetzt überumgehauen hat. Und halt auch die ganzen random Marken wie Emporio Armani, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. Das
Brauche ich jetzt nicht. Labo auf ein neues. In Paris ist es nichts geworden. Maybe ja hier. Der Junge ist am Schnüffeln. Also ihr merkt, ein Laden hat schlechte Auswahl, wenn man aus der Kosmetikabteilung mit Lippenbalsam rauskommt. Und nicht mit dem Parfum, was man eigentlich kaufen möchte. Das ist natürlich nicht so gut. Das habe ich noch gar nicht gesagt gehabt. Wir machen die ganzen Vintage-Stores morgen. Und heute werden eben die anderen Stores gemacht. Deswegen bekommt ihr dann morgen den ganzen Part mit den Vintage-Stores. Auch eben alles in diesem Video. Wir haben jetzt 10 vor 7. Die meisten Läden haben zu. Und deswegen sind wir eigentlich mit dem Shopping-Part heute durch. Aber auf jeden Fall sehr erfolgreich. Hätte ich nicht gedacht, aber ich gehe mit dem Pickup zum Hotel. Kleines Update, wir haben mittlerweile 22 Uhr, sind back im Hotel, waren noch was essen, sind bis durch die Stadt gelaufen, habe ich jetzt aber nicht so viel gefilmt. Dann morgen. Yo, herzlich willkommen zum zweiten Tag aus Amsterdam. Ich habe gestern, glaube ich, gar nichts mehr gefilmt im Hotel, aber wir sind gerade wach geworden. Der Wecker ging um 8 Uhr morgens und wir sind mit dem wunderschönen Anblick des Regens und Sturms wach geworden. Ich zeige es euch mal ganz kurz, mega geil. Ist doch echt ein Hammerwetter. Das ist... Das Wetter, schön bewölkt, nass, Regen und by the way, guck mal, hier, wir haben einfach so eine komplette Fenster, Front, View, Skyline, was auch immer. Hammer, geil. Wir sind wieder on the road, ihr könnt sehen, die Regenjacke ist an, es ist schon mal am Regen, das Wetter ist heute tatsächlich nicht so nice. Trotz dessen lassen wir uns natürlich nicht unterkriegen und gehen trotzdem jetzt ein bisschen shoppen. Ich meine, die Läden sind ja auch drinnen. Der Kollege macht doch wieder den Tourguide. Machen wir, glaube ich, nur Vintage-Läden, also klappern diese ganzen Vintage-Läden ab. Meine Aufgabe ist es, heute nur hinterher zu laufen und vielleicht den einen anderen Pickup zu tätigen, aber ich habe jetzt eigentlich nicht das Verlangen danach. Ich wünsche euch viel Spaß in dem Park, wir legen jetzt los, let's go. Wir sehen uns beim allerersten Store gleich wieder und bis gleich. Yoshi meinte, ist sogar ein bekannter Laden, ich kenne ihn jetzt nicht. Morum Vintage heißt der. Ich sehe aber schon, hier gibt es auch so ein paar Hype-Sachen, Supreme und so. Okay, okay. Crazy Laden. Auch relativ, oha. Ist auch sehr, sehr groß. Supreme-Bogos überall. Also ich check noch nicht ganz, ob das jetzt so ein Vintage-Laden oder ein Resell-Laden ist. Ich glaube eher so eine Mischung aus beidem. Wir haben hier auf jeden Fall extrem, extrem viel Supreme. Das ist alles Supreme und überall hier so Bogos und so, ne? Der ganze Kram. Wir haben hier echt irgendwie alles durcheinander. Human Mates auch hier, Palace. Also wirklich so viele verschiedene Brands. Carhartt. Ich merke aber auch schon, der Laden ist echt nicht billig. Also hier zum Beispiel so ein Vintage Carhartt Shirt kostet halt trotzdem 25 Euro. Das kriege ich halt wirklich gefühlt neu schon für den Preis. Hier ist auch ein bisschen Babe am Start. Hier so Babe-Jacken. Die haben schon echt viel. Ich habe hier gerade diese Prada Slides mäßig gefunden, die so gefüttert sind. Kennen, denke ich mal, viele von euch. Ich fand die letztes Jahr sehr krass. Ich glaube, ich ziehe die mal an. Die kosten, glaube ich, 200 Euro. Sogar meine Size tatsächlich. Das sind die Jungs. So sehen die aus. Kommen schon hart tatsächlich. Ich habe die Slides jetzt nicht mitgenommen. Also hatte ich jetzt eh nicht vor, aber ich will einfach mal gucken, wie die aussehen. Aber ich muss wirklich sagen, sehr, sehr nice Laden. Check das sehr gerne ab. Morum heißt der. Was haben wir gerade gefunden? Random vorbeigelaufen. Sneakers and Lumiere, was auch immer. Sieht gut aus. Auf ein neues. Wir haben die Jungs wieder gefunden. Zwei Stück werden eingepackt. Das gibt gleich ein Pack-Opening. Einfach Red Octobers. Also die haben eigentlich schon guten Stuff hier. Und dann so ganz random irgendwelche Pokémon-Karten und so. Es geht los. Maybe diesmal ein bisschen mehr Glück als gestern. 007 wäre krank. Ja, der ist stark. Oder hier der Korea. Der wird der Korea. Ja, diesen werden ja auch gut. Den habe ich. Genau den habe ich damals in New York bekommen. Es ist schon wieder dieses Stranger Things? Nein, das ist ein anderer. Bro, der ist am Brennen, weil meine Pits on fire sind. Oh. Ich habe mir ein anderes Pack geholt. Das sind die Jungs, die ich bekommen kann. Eigentlich auch sehr viele gute Dinger dabei. Welchen hast du? Skittles, eigentlich nicht Skittles. Ja, war der auf der Packung? War der auf aber gar nicht drauf, oder? Ah, doch. Ja. Der ist auf jeden Fall selten. Also, deiner ist auf jeden Fall seltener als meiner. Ja, weiß ich, ob der ist, das weiß ich nicht. Wir sind hier gerade im nächsten Store und ich habe diese Realtree-Jacke gefunden. Ich zeige euch gleich, wie der Laden heißt, wenn wir draußen sind. Muss ich sagen, die ist eigentlich krass, ne? Beziehungsweise, ich muss gestehen, eigentlich hat Yoshi die Jacke gefunden, aber die war ihm halt zu klein. Deswegen immer stark, mit Leuten shoppen zu gehen, die nicht dieselbe Größe haben wie du. Und die Jacke kostet 85 Euro. Ist, finde ich, sogar vollkommen okay. So sieht der Lachs aus. Das wäre die Jacke. An sich eigentlich sehr, sehr krass, aber ich weiß nicht, ich finde die irgendwie vielleicht ein bisschen lang. Ich hätte die gerne ein bisschen kürzer. Man kann die theoretisch hier unten ein bisschen enger ziehen. Aber an sich eigentlich ein cooles Ding, oder? Was sagt ihr? Aber seht ihr, die ist... Also die Ärmel sind perfekt, aber ich glaube, die ist ein bisschen so lang, keine Ahnung. Hier ist auch noch so eine Jacke mit einem anderen Muster, mit Kapuze. Könnte eigentlich auch was, ne? 65 Euro. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich finde die Jacke sogar krasser. Die hat halt so eine integrierte Hoodie-Optik drin. Also ich glaube, ihr könnt erkennen, hier, als hätte man noch so einen Zip-Hoodie drunter an. Eben mit so einer Kapuze. Und ich finde die vom Fit erstmal geiler. Und vom Look mit diesem Zip-Hoodie mäßig drunter. Vor allem, der ist so richtig nice braun. Kommt die tatsächlich schon, finde ich, sehr, sehr krass. Ey, ich sag euch ehrlich,
Ich glaube, ich pack die ein. Ich glaube, ich pack die ein. Ich finde die schon sehr, sehr krass. Vor allem kostet die einfach nur 60 Euro. 60 Euro ist auch komplett fair. Die ist auch so leicht ausgewaschen, gibt einen geileren Vintage-Look. Und ich glaube, die nehme ich mit. Gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich packe die jetzt ein, schon mit. Gefällt mir sehr gut. Und dann, erst mal mit dem Store. Ich merke, ich habe einen Amsterdam-Glück. Hängst du die Junge, der Kamera, weil der hat nämlich nur Pech. Ja, war letztes Mal das Schlimme, sag ich ehrlich. Yes, sir. We got the bags. And by the way, der Store heißt Zipper, meine ich. Wir haben hier gerade wieder random Store gefunden. Ihr könnt sehen. Ich muss nichts sagen, wir checken ab. Wir haben hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Supreme. Also ich glaube, das hier ist sogar fast alles Supreme. Den Lachs haben wir auch für 180 Euro. Wir haben hier auch echt ein paar Legenden-Pieces. Nur irgendwie sind hier manche Sachen, die sehen einfach angekettet. Boah. Iwizu Palace, crazy. Ist sie zu klein? Ah, ja, okay, schön. Die ist zu klein. Ich glaube, die ist sogar dir zu klein. Sieht geil auf Fit oder was? Sag, die ist nicht mal zu klein, sondern man muss dafür einfach übelst dünn sein. Der nächste Store, Second Culture, die hat Yoshi sogar rausgesucht. Soll angeblich ein Vintage Store sein, aber anscheinend gibt es ja auch ganz viel. Oh, der sieht gut aus. Guck mal, was hier gibt. Die haben auf jeden Fall crazy Schuhe, die man auch nicht überall sieht, wie zum Beispiel hier die 950er Yeezys. Boah, die habe ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Oder hier die Stussy Cherry Dunks für schlappe 2,7. Tiffany SBs für 2,5. Oder hier auch so Turtle Doves. 380. Bei den Course-Figuren da oben gehe ich eigentlich auch schwach. Aber hier auch noch Mars Yard, Air Yeezy 1. Die haben hier wirklich Grails. Ey, was ist der Move hier eigentlich? Das kann doch nicht real sein, oder? Einfach hier so Vierer einzementiert. Stussy. Nee, das ist doch nicht real, oder? Junge, was? Einfach Air Yeezys. Und auf einmal landest du in einem Lego-Store. Frag mich warum, aber wir checken jetzt Lego ab. Bisschen Nostalgie und so, bisschen Spaß. Ich will mir eigentlich was kaufen. Wir sind in der Abteilung, wo wir landen wollten. Sagst du den auch Sponti hier mitnehmen? Digga, 850 Euro, was ist denn los mit denen? So da einhaken, wie das dann im Film auch ist, weißt du, dass diese Gunships diesen Läufer absetzt, das war so krank. Boah, den hatte ich früher, das weiß ich noch. Ja, den OG. Ja, den OG aber, genau, den hatte ich früher. Ey, ich war Ewigkeit nicht mehr in dem Lego-Laden, aber mir fällt gerade erst wieder auf, wie geisteskrank teuer das ja ist. 400 Euro für so ein Stadion, 680 Euro für eine Titanic. Das ist crazy. Also klar sind auch geile Dinger so, aber das ist schon hart teuer. Ich weiß nicht, ob es früher auch so war. Übrigens, schreibt doch mal in die Kommentare, wart ihr als Kind Team Lego oder Team Playmobil? Weil ich sage euch ehrlich, Leute, die Team Playmobil waren, die können eigentlich direkt abschalten. Ich bin gerade bei Adidas und habe eine Real Madrid Shorts an, denn wenn ich mir das Trikot kaufe, dann will ich auch eigentlich schon die passende Shorts haben. Das Ding ist, ich hatte mir die online bei Adidas schon bestellt gehabt in der Größe L, die war aber ein bisschen zu klein, jetzt habe ich hier eine XL an und ich würde sagen, die passt eigentlich perfekt. Ich hätte mir die auch eigentlich schon in Paris gekauft, aber in Paris hatten die einfach keine einzige Hose mehr in Stock, die waren alle ausverkauft. Und wenn ich mir das Trikot hole, dann brauche ich auch die Hose für das passende Set und deswegen nehme ich die Hose jetzt auch noch mit, die kostet 40 Euro, kann man machen. Und ich sage euch ehrlich, dann bin ich ready für die Sockhalle, da soll kommen, wer will. Ich bin ready. Eingetütet, jetzt geht's da vorne noch zu Size rein und ich glaube, dann ist tatsächlich erstmal ein bisschen Ruhe. Wir machen uns gerade auf den Weg zum Hotel, denn für uns geht's jetzt nach Hause. Unsere Bahn kommt in circa einer Stunde. Dementsprechend wäre es auch mit dem Video gewesen. Ich habe tatsächlich mehr Pickups getätigt, als ich gedacht habe. Ich muss sagen, Amsterdam, was Shoppen betrifft, viel besser, als ich mir vorgestellt habe. Ihr müsst wissen, ich war hier wirklich noch nie shoppen. Also ich war schon wirklich oft in Amsterdam, aber dann wegen anderen Aktivitäten, sage ich mal so. Aber Josh hat wirklich einen guten Job gemacht, schön viele Stores gezeigt, wirklich ein sehr, sehr guter Reiseführer. Mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ich hoffe, dieser Content-Trip hat euch gefallen. Ich hoffe, die Videos, die ihr bis jetzt gesehen habt, haben euch alle gefallen. Ich hoffe, die Kombi aus Josh und mir hat euch gefallen. Und keine Sorge, die werdet ihr auf jeden Fall noch ein paar Mal sehen. Deiner League, wir haben tatsächlich auch schon den nächsten Roadtrip gebucht und geplant. Deswegen seid da gespannt. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Und lasst auch sehr gerne ein kostenloses Abo da. Denke, ich werde nochmal ein ausführliches Video machen zu all meinen Pickups aus Paris und aus Amsterdam. Da könnt ihr den ganzen Kram nochmal ein bisschen genauer sehen. Wir packen jetzt hier die Bahn und dann... Aber wir packen die doch nicht. Wir packen jetzt eine andere Bahn, aber das wär's. Haut rein und ciao!